So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal eine kleine Premiere. Und zwar, ich habe mir überlegt, bevor ich den Limo-Motor jetzt wieder einbaue, muss ich euch einfach mal auf den aktuellen Stand bringen, wie, wo, was an diesem Motor eigentlich verbaut ist. Egal, auf welchem Treffen wir sind, ich habe das Gefühl, die Leute blicken nicht mehr ganz so richtig durch, was an diesem Motor jetzt eigentlich verbaut ist, welchen Stand wir einbauen und wie das Ganze jetzt zusammengebaut wird. Also, hier ist jetzt ganz normal drin, wie aus den letzten Jahren, ein 3-Liter-Block. Das heißt, das ist komplett der gleiche Block wie der gerissene, gebuchste Block. Allerdings einfach in einem seriennehmen Block. Neu nicht, gebraucht. Das heißt, den hat Björn einmal einfach nur gebohrt, gehohnt und so weiter. Und das ist quasi der gleiche Stand, wie ich letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorvorletztes Jahr gefahren bin. Allerdings einmal in frisch. Mal gucken, wie lange der hält. Nur weil der alte gerissen ist, heißt das ja nicht gleich, dass der neue auch wieder reißt. Thema Buchsen ist für uns noch nicht durch. Wir werden da auf jeden Fall weitermachen. Aktuell aber leider gar keine Zeitkapazitäten, weil einfach zu viele Projekte. Das heißt, der Block bleibt jetzt erstmal so, wie er ist. Ich denke, der wird auch ganz gut funktionieren, weil ein paar Kleinigkeiten nochmal verändert. Und wir kümmern uns im September jetzt lieber mit dem Lambo-Motor, dass es da ein bisschen vorangeht. Zum Wörthersee hatte ich diesen Block hier eingebaut. Der eine oder andere wird sich erinnern, in der Nacht- und Nebel-Aktion. Stinknormaler 2,7er. Einfach nur schnell Pleuel getauscht und ein paar Bolzen reingesteckt. Der Block hat tatsächlich überlebt, funktioniert. Coole Sache. Ich bin am Ende so 2,2, 2,4 bar gefahren mit dem 2,7er. Ich denke, das werden so 900 PS gewesen sein. Das konnte der Block auf jeden Fall. Und ich habe ihn tatsächlich heile wieder ausgebaut. Das macht man natürlich am liebsten. Das heißt, der wandert jetzt einfach nur ins Regal. Falls es nochmal so eine Nacht- und Nebel-Aktion gibt, habe ich jetzt wenigstens mal einen 2,7er Block stehen, den man schnell wieder einbauen kann. Ja, so, ich würde euch gerne mal an dem Motor ein bisschen die Technik vorstellen. Viele in dieser Liga würden das nicht machen, weil in der Szene einfach relativ viel Geheimniskrämerei da ist. Ich war schon immer jemand, der schon immer gezeigt hat, wie wo was verbaut ist, weil mich juckt es nicht. Wenn es einer nachbauen will, soll es auch einer nachbauen. Ich kann euch sagen, an dem Motor ist so krass viel umgebaut. Wenn das einer nachbauen will, ist er erstmal ein paar Jahre beschäftigt, weil wir können ja mal gucken, ob wir überhaupt irgendein Originalteil finden. Wird allerdings schwer, weil ich weiß, viele Originalteile gibt es ja gar nicht mehr. So, entschuldigt schon mal, dass es hier ein bisschen wüst aussieht. Ich bin hier meistens in den späteren Abends- und Nachtstunden am Schrauben. Keine Zeit zum Aufräumen, weil das Ding muss endlich wieder zusammen. Wir wollen ja dieses Jahr eigentlich noch die 400 fahren und. Aber ich wollte unbedingt dieses eine Video zwischenschieben, um die Technik mal so ein bisschen zu erklären. Ja, wir fangen mal auf der Seite hier an. Eigenbau, 3-in-1 Krümmer, fahre ich schon seit eh und je mit dieser Thermoisolierung drauf. Die sieht natürlich mittlerweile extrem unschön aus. Durch das ganze Ein- und Ausbauen ist sie halt ein bisschen bäulig geworden. Hat aber eine extreme gute Funktion, weil, wie ihr seht, wird diese ganz dünne Edelstahlfolie noch nicht mal goldig im vorderen Bereich. Im hinteren Bereich, wo dann auch die Isolierung ein bisschen dünner wird, sieht man halt schon, dass das Ganze ein bisschen Temperatur bekommt. Allerdings natürlich nicht die Welt. So, man kann sich das schon mal vorstellen. Hier ist der Motorraum, hier ist die Spritzwand. Die Turbos sitzen wirklich ganz tief eng im Motorraum. Da kommt natürlich tierisch Hitze raus. Und gerade diese Isolierung inklusive dem Abgasgehäuse bringt da schon recht viel. Wir haben hier unsere TTE 1200 Turbos. Die sind allerdings mittlerweile auch nicht mehr so, wie sie eigentlich ausgeliefert werden. Da haben wir jetzt auch mal wieder ein paar Sachen dran geändert. Ja, wie ihr seht, ist das bauraummäßig wirklich 100% ausgeschöpft. Hier haben wir eine Wassermethanol-Düse. Ich fahre in Summe 4 Düsen, 2 in den Turboladern, 2 vorne in den Druckrohr. Fahre ich auch seit dem ersten Tag so. Sehr überzeugt von dem System, funktioniert wirklich richtig gut. Das Problem an diesem Motor ist einfach, hier ist wirklich halt gar kein Platz. Hier kommt wirklich schon der Längsträger runter. Hier sieht man auch schon, wie es ein bisschen eingedrückt ist. Das heißt, dieser komplette Bauraum ist einfach komplett ausgefüllt. Ansaugrohre nach Möglichkeit maximal lange gerade gebaut, dass der Verdichter schön gerade angeströmt wird. Mittlerweile natürlich alles in Alu, damit das Ganze schön leicht ist. Hier unten sitzen unsere Pop-Offs, ein 44 mm Tial-Ventil.
Ich habe hier mit Absicht diese TI-Ventile verbaut, weil die werden nämlich von der Seite beaufschlagt. Das heißt, das ist unsere Druckseite und dementsprechend kann man eine ganz weiche Feder bauen, weil sich der Kolben gar nicht aufdrücken kann. So, und wir haben hier jetzt wirklich einen extrem engen Kreis auf. Das heißt, wenn ich vom Gas gehe, geht Pop-Off hier auf und die Luft drückt sich direkt wieder in den Turbolader und kann hier schön zirkulieren. Zu Zeiten, wo ich das noch nicht drin hatte, hatten wir öfter mal Turboladerschäden, weil das Verdichterrad wirklich so krasse Schläge bekommt, dass sich das ein bisschen verdreht. Dann hat man eine Unwucht und klar, wenn diese Welle 100.000 Umdrehungen dreht mit einer Unwucht, wird die natürlich lange halten. Deswegen irgendwann umgebaut auf dieses 44er da unten und seitdem ist Ruhe. Ja, so, dann Thema Elektrik. Bei diesen hochgezüchteten Motoren mit viel Ladedruck ist Thema Zündung immer eine Riesenthematik. War extrem schwer, hier auch eine passende Lösung zu finden. Die Lösung waren dann irgendwann diese Spulen. Die sind eigentlich gar nicht für ein Auto gedacht, die kommen ganz woanders her. Und dementsprechend musste ich auch einen passenden Kerzenstecker suchen, weil ich wollte diese Spule nicht auf dem Ventildeckel drauf wie original, sondern ich wollte sie mit ein bisschen Abstand, dass einfach die Wärme aus dem Ventildeckel an der Spule vorbei kann und nicht die Spule noch unnötig von dem Motor aufgeheizt wird. Diese Spule kann 90, ich habe aufgepasst, nicht Megajoule, sondern Millijoule, Ladung. Die originalen Spulen können, glaube ich, 40 oder 45. Das heißt, wir haben ungefähr doppelt so viel Power im Zündfunken wie original. Und das sorgt halt dafür, dass der Motor keine Aussetzer hat, weil viele können sich erinnern, ich hatte wirklich jahrelang mit Aussetzern zu kämpfen. Bei deutlich weniger Ladedruck, jetzt bei deutlich mehr ist da zum Glück Ruhe und das funktioniert. Thema Ansaugbrücke bei Turbomotoren auch extrem wichtig. Gerade beim RS4 ist die Ansaugbrücke eigentlich nur semi-optimal und man kann da eigentlich auch nicht so viel machen, außer sie jetzt radikal neu bauen. Ich habe eine originale RS4 Ansaugbrücke genommen. Die wurde nach unten hin massiv vergrößert. Ich sag mal, das Ding sieht immer aus wie die Antonov, wie so ein russisches Transportflugzeug, weil dieser ganze Korpus, der unten dran ist, der einfach mehr Volumen erzeugt, ist original gar nicht da. Als wir die Brücke aufgeschnitten haben, habe ich die von innen wirklich auch maximal bearbeitet. Wenn man hier so schräg reinfilmt, sieht man so ein bisschen diese Trichter. Da habe ich wirklich, bis der Arzt kommt, drin rumgedremelt. Wir mussten auch hier von oben immer wieder neue Nähte drauflegen, weil die natürlich irgendwann durchgeschliffen war, damit wir eine schöne Kontur bekommen. Das sieht jetzt aber von innen richtig, richtig geil aus. Ich gucke mal, ob ich da ein Foto finde, dann legen wir das mal kurz rein. Weil das war wirklich, ich glaube, nur diese Ansaugbrücke, bis die so war, wie sie ist, bestimmt 4 Wochen Arbeit würde ich tippen. Dazu kommt auch noch, wir haben hier vorne einen anderen Flansch angeschweißt für eine größere Drosselklappe. Der musste auch noch passend gefräst werden und. Riesenthema, jetzt funktioniert's. Genauso Thema Einspritzgalerie, auch komplett selber gebaut, Edelstahl, damit er mit dem Ethanol nichts gammeln kann oder ähnliches. Deutlich mehr Volumen, weil hier sind einfach solche krass große Einspritzdüsen verbaut, in dem Fall 1650 Kubik. Das heißt 1,65 Liter die Minute. Und wenn die halt bei Drehzahl komplett aufgehen, muss einfach in dieser Einspritzgalerie auch genug Volumen sein, welches unter Druck steht, dass einfach genug Fluss noch da ist, dass die Düsen weiter genug Saft kriegen. Ganz gefährlich bei Ethanol, wenn da mal einmal ein bisschen zu wenig Sprit kommt, ist sofort Kolben geschmolzen. Deswegen habe ich hier gleich von der ersten Sekunde an maximal groß gebaut. Jetzt ist hier richtig Volumen drin, das heißt, da ist immer genug Reserven da. In der Mitte das Ganze einmal nochmal verbunden, damit auch wirklich beide Seiten immer den gleichen Druck haben, weil wir gehen zweimal Vorlauf, zweimal Rücklauf rein, haben auch zwei Benzindruckregler, damit es da aber zu keinen Differenzen kommen kann, einmal in der Mitte verbunden. Ja, so zieht sich das... Oh, fall nicht. So zieht sich das einmal durch den ganzen Motor. Hier vorne geht's weiter. Erstmal Zahnriemen. Haben wir im letzteren Video schon mal gezeigt, die einstellbaren Nockenwellenräder. Original sind die nicht einstellbar. So kann ich jetzt die Nockenwellen einstellen, ohne jedes Mal das Rad von der Verpressung runterzunehmen. Aber auch da ist alles dran geändert. Gatesriemen. Hier drunter verbirgt sich ein gefrästes Zahnriemenrad, weil die haben die Krankheiten, wenn man Viertelmeile-Starts macht, kann es passieren, dass der kleine Zapfen von dem Zahnrad sich einfach schlagartig abschert und dann sind natürlich alle Ventile krumm.
Dann haben wir einen Fluiddumper verbaut von einem ganz anderen Modell. Man sieht ein bisschen an dem Radius, dass der deutlich kleiner ist. Das haben wir mit Absicht gemacht, weil die Drehzahl von dem Motor deutlich höher ist. Serie dreht der Motor, glaube ich, 7000. Wir drehen jetzt 8,8. Und das hatte zur Folge, dass zum Beispiel die Servopumpe nicht mehr richtig funktioniert. Die hat angefangen, wenn man zum Beispiel halbe Meile gefahren ist, hinten im Ziel, hat sie dann angefangen, so ein bisschen zu suchen und leer zu laufen, weil die bei diesen hohen Drehzahlen einfach anfängt zu schäumen. Also das Öl fängt an, so ein Bläschen zu binden. Und da mussten wir mit der Drehzahl runterkommen. Und das macht man natürlich am einfachsten, indem man den Umkreis kleiner macht, sodass die Umlaufgeschwindigkeit einfach geringer ist. Passend dazu muss natürlich dann wieder die Lichtmaschine angepasst werden. Hier haben wir noch einen Freilauf reingemacht. Man sieht das, glaube ich, so ganz gut. Das heißt, angenommen, wir drehen 8,5, dann dreht die Lichtmaschine in dem Moment auch 8,5. Jetzt Übersetzung ausgeschlossen. In dem Moment, wenn wir schalten und die Drehzahl ruckartig auf 5000 Umdrehungen runterfällt, hat die Lichtmaschine in dem Fall die Chance, auszudrehen, bis sie dann bei der passenden Drehzahl wieder mitgenommen wird. Das hat einfach den Keilrippenriemen deutlich beruhigt und lässt das Ganze einfach ein bisschen schwingungsfreier arbeiten. Ja, dann seht ihr hier jetzt schon überall haufenweise Sensoren, wo ihr im letzten Video diesen krassen Kahlbaum gesehen habt. Hier haben wir Ansauglufttemperatur, Ladedruck, Öldruck und der originale Öldruckschalter für den Tacho. Ansauglufttemperatur messen wir einmal hier vor dem Ladeluftkühler. Das heißt, es geht aus dem Turbolader raus. Wir erfassen direkt Druck und Temperatur. Und das Gleiche tun wir dann nochmal nach den Ladeluftkühlern in der Ansaugbrücke. Einmal Druck, einmal Temperatur. Das heißt, wir können ganz genau sehen, was bringt die Wassermethanol, was können die Ladeluftkühler und so weiter. Haufenweise Titanschrauben, ist eh klar. So, der eigentliche interessante Teil befindet sich aber jetzt hier hinten. Hier ist nochmal das große Sammelsurium an Sensoren. Hier messen wir einmal in dem Wasserrohr, welches übrigens auch komplett umgebaut ist, weil diese Zusatzwasserpumpe, die hier drauf kommt, die quasi, wenn ihr den Motor ausmacht, läuft diese Pumpe nach und zirkuliert weiterhin Wasser durch die Turbolader, um die zu kühlen. Die sitzt jetzt hier hinten, die sitzt original hier drunter. Da messen wir hier den Wasserdruck. Hier messen wir den Benzindruck. Hier messen wir den Druck in der Entlüftung. Das ist meine radikal umgebaute Kurbelwellengehäuseentlüftung. Da stecken wirklich auch etliche Stunden drin. Da zeige ich euch aber gleich nochmal einen Spezialteil zu. Hier messen wir Öldruck hinter der Lagergasse, wo wir so ein bisschen den Verschleiß der Pleuellager sehen können. Und ja, wie ihr seht, an Sensoren wird es nicht scheitern. Abgastemperatur links, rechts nochmal. Und in diesen Anschluss im Turbolader, da muss ich jetzt noch eine kleine Leitung hochbiegen. Hier messen wir den Druck im Krümmer und können so feststellen, wann der Turbolader irgendwann am Ende ist oder noch ein bisschen was kann. Kupplung bis heute absoluter Sachs-Fan. Drei Scheiben Sachs, Sinterkupplung, RCS 200. Funktioniert einfach perfekt, wird vom Hersteller angegeben bis, ich glaube, 2000 Newtonmeter. Das heißt, da ist Reserve, bis der Arzt kommt. Also bevor diese Kupplung rutschen wird, fällt einfach unten irgendwas raus. Die kann das auf jeden Fall. Getriebe nach wie vor 6-Gang-Dock von dem Don Octan von Ben mit geänderten Mitteldiff und Sperre vorne, Quave-Sperre. Die hat eine große Eingangsverzahnung. Diese Verzahnung ist deutlich größer als von dem RS4-Getriebe. Deswegen braucht man auch die passende Kupplung dazu. Weil da habe ich ja öfters in der Vergangenheit schon mal Wellen abgerissen. Passiert mit der Welle zum Glück aktuell nicht mehr. Aber selbst auch hier, anderes Ausrücklager, bearbeiteter Hebel. Der Hebel ist auch anders. Da bleibt wirklich nicht mehr viel original an dem Ding. Jetzt hole ich mal einmal meine Krake. Das ist eigentlich meine Kurbelwellengehäuseentlüftung. Dieses Teil sitzt später hier so drin und macht Folgendes. Wir haben ja bei dem V6 Motor haben wir drei Ausgänge aus dem Motor. Einmal unten einen im Block, das ist der, den ich wirklich so massiv vergrößert habe. Dann einen Ausgang oben im Ventildeckel hier und einen Ausgang oben im Ventildeckel hier. Die beiden werde ich jetzt noch modifizieren. Das gefällt mir noch nicht ganz so. Da könnte es auch noch ein bisschen Probleme hier geben, deswegen werde ich die noch modifizieren. Aber das Funktionsprinzip ist eigentlich folgendes. Die Gase kommen aus dem Motor raus, gehen
in diesen Stutzen rein, in diesen Stutzen rein und in diesen Stutzen rein. Das heißt, all diese Stutzen sind außen angeordnet. Das heißt, die Gase müssen durch die Geschwindigkeit werden die Gase an die Wand gedrückt. Das Öl scheidet sich ab, das Öl kann nach unten abtropfen und die Gase müssen, damit sie hier wieder raus können, bis nach ganz unten und in der Mitte wieder nach oben raus. Dieses Rohr hier unten drin geht bis fast ganz unten. Das heißt, die Gase müssen wirklich außen rum und dann von unten oben wieder raus und dabei scheidet sich das Öl ab. Nennt sich deswegen auch Zentrifugalabscheider. Ja, jeder, der schon mal ein bisschen geschweißt hat, weiß, wie schwierig ist das Ganze so aus Alu zu bauen. Man sieht auch an den ganzen Nähten, da sind auch schon etliche Male nochmal wieder nachgebessert, geändert und so weiter. Jetzt funktioniert das Ding allerdings so gut, dass wir auf jeden Fall einen Rücklauf brauchen. Das heißt, hier ist so viel Öl drin, dass Öl wieder zurück in die Ölwanne muss. Deswegen unten nochmal einen Rücklauf dran. Ja, so, Sensoren haben wir, Kupplung haben wir, Turbolader haben wir. Hier, das ist eigentlich unsere, ich sag jetzt mal, Ladedruckregelung. Hier sitzt eine Dose drauf, die steuert diese Hebel an. In dem Moment, wenn ich den Ladedruck regeln will, geht diese Klappe auf. Wir zeigen es mal auf der Seite, da kannst du besser reinfilmen hier. In dem Moment, wenn ich den Ladedruck regeln will, geht diese Klappe auf. Und die Abgase können an der eigentlichen Abgasturbine vorbei, direkt in den Auspuff. Somit geht die Drehzahl von dem Turbolader runter und auch der Ladedruck. So, hier waren bisher so krasse Dosen drauf, dass ich ja immer das Problem hatte, Dosendruck waren schon 2,7 bar und 1100 PS. Und dann konnten wir den Ladedruck hochtakten bis ungefähr 3,2 bar. Das ist ein ganz kleiner Bereich. War immer ein bisschen schade, weil ich konnte mit diesem Auto nicht mehr auch mal, ich sag mal, mit 800-900 PS fahren, weil Minimum waren in dem Moment immer 2,7 bar. Das macht es natürlich extrem schwer, mal irgendwelche Taxifahrten zu machen, mal wen mitzunehmen oder mal ein paar Tests zu machen, weil man fährt halt immer All-In. Und All-In bei so einem Motor ist halt jetzt nicht, dass er sofort auseinanderfliegt, aber es geht halt schon gut aufs Material. Deswegen wird das Ganze jetzt gerade noch umgebaut. Das muss ich heute Nacht noch machen. Da kommen andere Dosen drauf, die auf jeden Fall einen besseren Bereich haben, sodass wir am Ende mit ganz viel Glück ein bisschen mehr Ladedruck noch fahren können. Ich würde gerne in Richtung 3,5 bar, wir aber trotzdem den Druck runternehmen können bis auf 2 bar, sodass ich auch mal mit 800-900 PS an den Start gehen kann. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Natürlich sind hier etliche tausende Kleinteile noch drin, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, wie haufenweise kleine gebaute Halter und. Ich denke aber im Groben und Ganzen habe ich euch einmal die Technik gezeigt. Jetzt wisst ihr wieder grob, wo wir stehen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, 3 Liter Block, keine Buchsen. Buchsen geht erst im Winter weiter. Köpfe lange nicht angefasst. Immer noch die gleichen Köpfe mit den mechanischen Nockenwellen, die wir letztes Jahr bei Björn eingebaut haben. Ventilspiel passt da immer noch, da braucht man nichts machen. Das heißt, ich mache jetzt noch die letzten Kleinigkeiten wie Kabelbaum etc. fertig. Dann kommt der Motor 1:1 rein. Ich werde auf jeden Fall mal wieder einen Zeitraffer machen, wie ich den Motor einbaue. Das sieht immer spannend aus. Mal gucken, vielleicht filmen wir auch mal den ersten Start. Müssen wir nur mal gucken, zu was für einer unchristlichen Uhrzeit das sein wird. Ob René da nicht gerade schon im Bett liegt und schläft. Und dann geht's auch weiter. Ich zeige euch jetzt zum Abschluss hier noch einmal diese geilen Verdichtergehäuse, die jeder so abfeiert von den 1200ern. Da hat sich halt TTE einfach was Cooles einfallen lassen. Wassermeter-Nulldüse, auch wie gehabt. Und ja, das war's zum Thema RS4 Limo Motortechnik. Ein kleiner Technik-Talk. Nicht vergessen, wir sind Freitagabend bei Uelzen Hannstedt auf dem 24-Stunden-Rollerrennen mit unserem Team. Mit 2 Rollern, allererste Mal für uns. Entschuldigt, wenn wir in der ersten Stunde gleich ausfallen, weil wir es komplett unterschätzen, wie aufwendig es dann doch ist. Aber wir werden auf jeden Fall 24 Stunden vor Ort sein. Freitag 18 Uhr geht's los. Samstag 18 Uhr ist großer Zieleinlauf. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Es sind alle dabei, Marius, Benny, volles Programm. Kann eigentlich nur witzig werden. So, heute Abend geht's weiter schrauben, denn nächste Woche muss das Ding laufen, weil wir wollen ja eigentlich dieses Jahr noch 400 fahren. In diesem Sinne, ciao.
Einen kleinen Nachtrag noch. Zwei Sachen hätte ich fast vergessen, obwohl ich wieder drauf geguckt habe. Diese Wasserpumpe wird dem einen oder anderen auch sofort auffallen. Ist auch nicht original. Die hat Björn weiß ich woher. Hat auf jeden Fall ein komplett massives Rad, weil wir immer das Problem hatten, dass mit der Zeit das Rad ein bisschen anfängt zu eiern. Und genauso auf der anderen Seite, das eigentliche Wasserpumpenrad ist auch von der Flügelgeometrie her ganz anders. Weil bei dem Motor, weil der Motorraum so eng ist, hat man relativ schnell immer Wassertemperaturprobleme. Hiermit wurde es aber auch besser. Will Björn allerdings nicht verkaufen, wenn jetzt Fragen kommen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe auch nur diese eine einzige. Deswegen muss ich sie da auch immer runternehmen und hier drauf bauen. Genauso, Lichtmaschine hatte ich ja schon kurz was zu gesagt. Natürlich ist nicht nur der Freilauf drauf, sondern auch die ganze Lichtmaschine. Original hatte die 120 Ampere. Die ist komplett von einer Firma in Berlin neu gewickelt worden. Das heißt, die machen in das Gehäuse eine stärkere Wicklung rein und die hat jetzt ungefähr 150 bis 160 Ampere. Diesen Strom brauche ich einfach für diese ganzen elektrischen Verbraucher, die da dran sind, wie Displays, Wassermethanolpumpen, die krassen Zündspulen, die krassen Einspritzventile, 4 Kraftstoffpumpen und. Das war in Summe so viel Strom, dass ich die Lichtmaschine vergrößern musste, weil der Strom unter Volllast einfach zusammengebrochen ist. So. Jetzt aber feiern.